but not least, auch das ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angesprochen worden, natürlich muss es gehen um ein würdiges, selbstbestimmtes Alter. Da liegt, ich kann seine Worte nur wiederholen, offenkundig vieles im Argen. Wenn man zum Beispiel in Pflegeheim mit Beschäftigten spricht, dann höre ich immer wieder, nicht in erster Linie, die Forderung nach besseren Zahlen, das auch, aber in erster Linie die Klage darüber, dass sie nicht in die Pflege gegangen sind, um unter Druck, Hetze und nicht nachlassendem Stress das zu tun, was nun einmal jetzt dringend getan werden muss, aber keine guten menschlichen Beziehungen und Zuwendungen erleben können mit den Menschen, die in den Einrichtungen leben. Das kann nicht so bleiben. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass wir tatsächlich in dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundestages echte Schritte zu einer Pflegereform erleben werden. Das sage ich nicht ganz ohne Eigennutz, denn die Generation der Babyboomer, die angesprochen worden ist, die ist bekanntlich sehr, sehr groß und ändert sich nichts. Und gerade diese Generation große Probleme haben, wenn sie einmal auf Hilfe angewiesen ist. Das liegt klar auf der Hand. Also, der Seniorentag ist das Forum einer sehr großen, sehr wichtigen, sehr selbstbewussten, aktiven und vor allen Dingen auch gemeinschaftsbezogenen Generation. Und deswegen gefällt mir das Motto des 13. Seniorentages ausgesprochen gut. Wir alle zusammen. Das bringt es gut auf den Punkt, was unsere Gesellschaft braucht. Ich wünsche dem 13. Deutschen Seniorentag, ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen digitalen Genuss und den Wunsch, demnächst mal wieder ganz analog nach Niedersachsen zu kommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Ministerpräsident Stefan Weil. Und Sie haben es gehört, kommen Sie doch einfach mal nach Niedersachsen. Ich kann mich dem nur anschließen, das wird sich lohnen. Und jetzt dürfen Sie sich auf einen ganz besonderen Programmpunkt freuen, der uns erwartet, nämlich eine Sandmalerei-Show werden wir jetzt sehen, live hier auf der Bühne im Kugelsaal. Niedersachsen wird jetzt in den Sand gemalt, mit Stationen in Ostfriesland und in der Lüneburger Heide und viele andere Orte, die Sie vielleicht sogar wiedererkennen werden. Und wenn Sie vor 3 Jahren beim Deutschen Seniorentag in Dortmund dabei waren, dann erinnern Sie sich garantiert auch noch an die Künstlerin. Sie ist Svetlana Telbuk, die gerade schon ihr Material aufbaut. Sie ist eine der bekanntesten Sandmalerinnen Deutschlands. Freuen Sie sich jetzt auf eine stimmungsvolle Show mit garantiert vielen Wow-Momenten. Bitte schön. Thank you.